So Leute, mir ist gerade noch was eingefallen. Das ist gerade wirklich dumm, was ich mache, weil ich nämlich noch eine kleine Überraschung für euch habe. Und zwar... Moin meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zu einem weiteren King of Seas Video heute. Ich hatte ja schon im letzten Video gesagt, dass ich auf jeden Fall demnächst wieder ein King of Seas Video bringen werde und das so schnell wie möglich, weil ich halt eben im letzten King of Seas Video wirklich fast gar nichts gemacht habe. Und das möchte ich halt in diesem Video wirklich ändern. Wie gesagt, es gibt halt so Videos, wo ich halt wirklich nur mal laber, euch wirklich über den neuesten Stand von mir informiere. Es gibt dann aber auch wieder Videos, wo ich dann was mache und das ist jetzt so ein Video. Ja, ich möchte jetzt wie gesagt nicht ganz so viel labern, nicht so wie im letzten Video, wo ich da wirklich nur gelabert habe, sondern ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ihr habt es jetzt vielleicht schon gesehen, ich bin in einer neuen Gilde drin. Das erkennt man auch hier ganz klar an diesem neuen Gildensymbol. Das hatten wir ja vorher nicht. Ich gehe mal ganz kurz drauf. Wir sind jetzt, oder die Gilde nennt sich Order of Phoenix oder Order of Phoenix, wie auch immer ihr das aussprechen mögt, ist egal. Das ist wirklich Schnuppe. Genau, wir haben 68 Sieger und es sind 18 Spieler hier in dieser Gilde. Das heißt, 7 Leute können noch rein. Genau, es sind natürlich hier wieder diese altbekannten Gesichter am Start, zum Beispiel Skupta, ich glaube, der war in der letzten Gilde auch dabei. Dennis auf jeden Fall, der ja jetzt hier auch wieder Anführer ist, der war ja auch in der letzten Gilde Anführer. Dann Ali, Zelt, Incht oder so, wie er ausgesprochen wird, weiß ich jetzt nicht ganz genau, tut mir auf jeden Fall leid. Cooper auf jeden Fall wieder, Yassir und hier diese AEAE. Das sind auf jeden Fall die Leute, die in der letzten Gilde auch, meine ich, dabei waren. Ich glaube, Skitschi, der war noch ganz unten. Genau, Skitschi, ich glaube, der war auch in der letzten Gilde zum Schluss noch drin. Ich weiß es nicht ganz genau, ist ja auch egal. Ja, jetzt fragt der eine oder andere sicherlich, Mensch, warum habt ihr denn jetzt eine neue Gilde gemacht? Ist, denke ich mal, ganz logisch. Also die Lösung liegt wirklich auf der Hand. Wir haben einfach wirklich immer stärkere Gegner bekommen. Und das hat uns halt wirklich aufgeregt. Deswegen haben wir jetzt wieder eine neue Gilde gemacht oder haben uns eine Gilde angeschlossen. Wie die das machen, weiß ich selber nicht, ist ja auch wirklich egal. Jedenfalls, wir haben jetzt eine neue Gilde und die ist natürlich jetzt auch ja ein bisschen niedriger gerankt. Mit 68 Siegen und so müssen wir natürlich nicht gegen ganz so krasse Gegner spielen. Also was heißt gegen ganz so krasse Gegner spielen? Wir spielen hier teilweise wirklich gegen richtige, richtige schlechte Teams. Das sieht man ja jetzt auch hier schon wieder daran, dass wir wirklich safe gewinnen. Also wirklich mit einem richtig, richtig krassen Abstand. Aber so ist das, Leute. Genau, ich habe jetzt gar nicht gezeigt, wie oft wir schon gewonnen oder verloren haben. Ich denke mal, das ist logisch. Wir haben zweimal gewonnen. Ist, denke ich mal, ganz nice. Und wir haben natürlich hier in dieser Saison wieder das Ziel, natürlich die höchste Belohnung zu kassieren. Aber ich denke mal, das werden wir auf jeden Fall schaffen. Genau. Aber das auf jeden Fall hier zu dieser Gilde. Ihr wisst Bescheid, ich bin jetzt in einer neuen Gilde drin. Ich werde jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen suchen gehen. Ich kann auch gleich dann noch ins Labyrinth gehen. Oder was heißt gleich? Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal ins Labyrinth. Und ich gucke mir den Weg aus. Ich glaube, der müsste... links sein. Also wirklich ganz, ganz links müsste der sein. Ich will mich nicht festlegen, aber ich meine es, dass es so ist. So, jetzt müssen wir aufpassen. Müssen wir das? Ja, erstmal nicht. Aber hier wird es natürlich jetzt nicht schwierig, aber da muss man natürlich schon ein bisschen Achtung nehmen. Ist natürlich klar. So, ich hasse diese Segen, weil man halt immer ein bisschen komisch abspringt auch. Muss man halt eigentlich immer perfekt abspringen. Vor allem vor dieser Säge muss ich mich jetzt ordentlich in Acht nehmen, weil... wenn ich daran verkacke, dann bin ich halt wirklich weg vom Fenster. So, das sieht, denke ich mal, jetzt schon mal ganz gut aus. Dann gehen wir weiter und wir haben den falschen Weg genommen. Nice. So, Leute, ich will mich jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, hier ging es hoch bei der Kanone. Ich glaube, hier ging es hoch. Ja, genau, hier ging es, meine ich, hoch. Auf jeden Fall, genau, da oben ist Schluss mit lustig und hier geht's weiter. Ich hoffe, das ist jetzt auch wirklich der richtige Weg, aber wir schlagen uns jetzt hier in diesem Video ganz gut. Ich hoffe, das ist nicht schon wieder eine Sackgasse, aber das sieht gut aus und wir haben wirklich dieses Labyrinth diesmal wirklich mit vollen 3 Sternen gewonnen oder beziehungsweise geschafft, nicht gewonnen. Auf jeden Fall sehr nice. 40 Keys möchte ich natürlich nicht, deswegen nochmal einmal neu drehen, bitte. So geht das natürlich nicht. Jetzt mit 10.000 Gold, das wollen wir natürlich auch nicht. Und okay, dann nehmen wir einfach die 40 Keys hin. Ist halt so. Bringt uns gar nichts. Bringt uns wirklich gar nichts. Finde ich ein bisschen schade. Doch, bringt uns was. Aber das hat dann eben falsch angezeigt. 106 Keys. Das ist wirklich in Ordnung. Und wir haben auf jeden Fall hier wieder ein...
ja, Teil des Keys bekommen. Noch zwei Aufgaben, einen violetten und 4 Verliese. Ich denke mal, das schaffen wir auch. Also das heißt, wir könnten vielleicht jetzt in diesem Video noch ein Labyrinth machen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal hier und suchen einfach mal ein paar Gegner raus. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar gute Gems. Ich habe jetzt ordentlich viel Platz wieder, weil ich erst wieder relativ viele Rituale gemacht habe. Deswegen würde ich sagen, suchen wir jetzt einfach nochmal ganz schöne Gems aus und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. So Leute, mir ist gerade noch was eingefallen. Das ist gerade wirklich dumm, was ich mache, weil ich nämlich noch eine kleine Überraschung für euch habe. Und zwar, ich muss euch sagen, ich habe jetzt das, was ich benötige, und zwar 8 Augen und 14 Pilze. Und wisst ihr, was ich damit jetzt machen kann? Ist es natürlich logisch. Ich kann mir einer der besten Drohne holen. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Ihr seht das jetzt hier schon. Ich scroll mal kurz runter und ich kann mir einfach mal hier diesen schönen Drohnen holen. Ja, wir gehen da ganz kurz drauf und wir klicken auf Erstellen oder Herstellen, nicht Erstellen, sondern Herstellen, und wir haben den Thron hergestellt. Sehr nice, auf jeden Fall wirklich sehr, sehr nice. Das ist ein Ziel gewesen, was ich jetzt mir auch wirklich schon lange, lange gewünscht habe, das endlich mal zu bekommen. Auf jeden Fall sehr, sehr nice, und wir gehen jetzt auf Überfall. Ich weiß nicht, ob es euch jetzt schon aufgefallen ist, ich habe auch relativ viel Gold auf einmal wieder, weil ich halt einfach ja eine schöne Base habe. Da bekommt man ordentlich viel Gold. Dennis hatte mir jetzt auch nochmal eine andere Base vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt bald umsetzen werde. Muss ich mal schauen. Ich muss mal gucken, ob ich die hinkriege, weil die ist schon ein bisschen tricky, muss ich sagen. Aber wir werden jetzt diese Base auf jeden Fall machen. Und jetzt steht hier einfach mal, dieser Spieler wird bereits überfallen. Bitte versuche es später erneut. Alles klar, okay. Ja, dann müssen wir jetzt leider warten. 2000 Jahre später. Nein, Spaß. Wir machen natürlich weiter. Das war jetzt wirklich eben eine Base. Da hätte es sich jetzt nicht wirklich gelohnt, da noch zu warten. Deswegen habe ich das jetzt einfach übersprungen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach jetzt aber auch wirklich gleich wieder. Bis gleich. So Leute, das ist eine Base, die kann man auf jeden Fall nehmen. Die kann man auf jeden Fall nehmen. Ich gebe jetzt wirklich mein Bestes. Die Base ist allerdings wirklich richtig, richtig schwierig. Also hier, die müssen wir nicht kaputt machen. Also nur ein Ding davon würde uns genügen und unser Ziel wäre eigentlich schon perfekt. Das habe ich gedacht. Wir haben eine recht geringe Siegwahrscheinlichkeit. Ich würde sagen, wir versuchen das jetzt erstmal mit denen hier. Mit ganz vielen, mit der... Okay, das hat nicht geklappt. Wir haben nochmal sowas bekommen und dann machen wir auch direkt das hier. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau, aber das schaffen wir. Ganz schlau vorgegangen, und jetzt müssten wir das jetzt eigentlich hinbekommen, wobei man natürlich da perfekt runterspringen muss. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Genau. Okay, die haben wir aber jetzt hier am Start noch. Okay, der lebt noch, das ist gut. Okay, jetzt müssen wir uns natürlich auch echt anstrengen. Aber genau wieder drinne. Das ist natürlich wirklich doof. Vor allen Dingen, die Base ist wirklich nicht einfach. Und wenn ich da so runtergehe, dann schaffe ich die halt eiskalt nicht. So, das ist jetzt aber down und somit müssten wir das jetzt aber geschafft haben. Da bin ich mir relativ sicher. Der Weg ist auf jeden Fall frei. Und wir haben noch immer eine Möglichkeit, das Ganze zu bekommen. Wir bekommen den besten, aber halt auch wieder relativ viel Pech. 20 kassiere ich da nochmal ein. Wir bekommen ihn. Wir bekommen ihn, 35.620. Ich weiß nicht, ob es sich gelohnt hat. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir haben den bekommen, den ich auch wollte. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Wir sind jetzt hier an dieser Stelle Platz 1 in unserer Liga. Sehr, sehr nice. Und das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Sehr schön. So, hier in unserer Gilde bin ich natürlich 5. Das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Das ist also wirklich ganz okay. Ganz akzeptabel. So Leute, willkommen zurück. Ich habe einen kleinen Cut hingelegt, weil ich leider an dem Tag zum Training musste und am Abend habe ich es leider nicht mehr geschafft, noch was aufzunehmen. Deswegen befinden wir uns jetzt hier heute am Donnerstagabend. Das Video wird höchstwahrscheinlich morgen dann kommen, am Freitag um 14 Uhr höchstwahrscheinlich. Ich versuche das Ganze heute Abend noch fertig zu schneiden, sodass es dann morgen am Freitag dann halt kommt. Genau, ich befinde mich jetzt hier ganz am Anfang mal wieder. Wir haben den Gildenkampf tatsächlich gewonnen. Das jetzt nochmal ganz kurz zum kleinen Update, würde ich sagen. Genau, ich mache einfach mal weiter. Gucken wir uns das an. 60.000 ist mein Ergebnis. Ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön. So, dann sammeln wir das Gold hier ein
Und hier sieht eigentlich auch alles gut aus. Genau, und hier ist noch so ein Gem, den habe ich zurückgeholt. Das muss ich ganz klar sagen, ja. 999.999. Also finde ich natürlich schon sehr nice von mir natürlich, ne. Und das war sogar ein First Try. Aber ich muss zugeben, die Base war natürlich nicht so schwer. Da kann man auch von ausgehen, ne. Also die Basen, die ich schaffe, die sind auch, denke ich mal, nicht so schwer. Ah, nee, ich habe es hinbekommen. Freut mich auf jeden Fall sehr. Ich will jetzt gar nicht mehr so viel noch ansprechen. Das Video ist, denke ich mal, auch lang genug schon. Genau, ich würde jetzt allerdings noch sagen, dass wir hier das Labyrinth noch machen, weil ich kann wieder ins Labyrinth. Ist auf jeden Fall eine feine Sache. Das machen wir jetzt nochmal ganz kurz und dann versuchen wir das zu lösen. Aber das sollte, denke ich mal, kein Problem sein. Ich habe sogar, glaube ich, schon die Lösung. Passt mal auf, Leute. Ich gehe jetzt hier hoch, ja, Leute. Und dann gehen wir jetzt auch hoch. Und, ja, gut, das ist halt dann dumm von mir gewesen. Ist ja nicht so, dass ich halt dumm bin gerade, aber es leckt. What the fuck? WTF, Leute. Es leckt. Sorry, sorry, sorry. Ich hab's aber noch geschafft. Es hat ja sowas von gerade geleckt. Was war das denn? Das tut mir wirklich leid jetzt, Leute. Das weiß ich nicht, woran das lag. Kann ich euch nicht sagen, aber ich bin natürlich der Beste. Mal wieder mit 3 Sternen. Sehr, sehr, sehr schön. Und ich hoffe, ich krieg diesmal nicht die 40 Keys, sondern ich bekomme, ja, die 30 Kristallträne. Sehr nice. So muss das sein. Leute, so muss das sein. Und damit haben wir 45 Kristallträne. Und dann können wir hier auch noch ein bisschen was machen, oder ja? Ja, wir haben 265. Ich würde ganz gerne hier noch den Herzschlag verbessern. Stufe 26 ist eigentlich schon recht hoch, finde ich jedenfalls. Was machen wir dann? Was machen wir? Was ist am besten? Wir machen einfach nochmal das hier, ne? Meisterschlossknacker, das verbessern wir jetzt einfach mal. Nein, danke. Und dann würde ich sagen, wäre es das jetzt mit diesem Video? Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle Schluss. Genießt auf jeden Fall das Wochenende und natürlich die Ferien. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt Ferien hat. Ich blick da ja auch nicht immer so ganz so durch. Aber natürlich an alle Leute, die jetzt Ferien haben. Erholt euch ganz schön und dann sehen wir uns dann irgendwann wieder. Ich weiß nicht, wann. Ich bin jetzt auch beim Kumpel. Muss ich mal gucken. Also vielleicht werde ich jetzt noch kurz ein anderes Video machen und das dann vorproduzieren quasi. Muss ich mal schauen. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt ein ganz schönes Wochenende. Ganz schöne Ferien und dann sehen wir uns einfach irgendwann wieder. Hauen Sie rein, machen Sie es gut und tschüss.